Warum geht das denn nicht auf? Nummer eins, Dad, ist... Es ist Weihnachten, es ist Weihnachten! Oh, darf ich zuerst mein Geschenk aufmachen? Bitte! Ja. Fröhliche Weihnachten, Professor. Mädchen. Professor, was Ihr Geschenk angeht? Ich find's toll! Ich werde sie jetzt gleich ausprobieren. Die Mädchen, sie hatten recht mit den Beaker Boys. Oh, diese vermaledeiten, coolen Typen der Wissenschaft. Wenn ich doch nur mein Labor hätte, dann könnte ich was erschaffen, das uns hilft. Halt! Ich brauche dazu kein blödes Labor. Haltet durch, Mädels! Daddy eilt euch zur Hilfe! Da ist er ja. Mein erster Kinderchemiebaukasten. Ein präzise, abgemessener Tropfen. Ja! Es ist Zeit für echte Wissenschaft. Ich schätze, manche Explosionen lassen sich einfach nicht verhindern. Aber trotzdem nicht schlecht. Los, Schwammi! Rette meine Mädchen! Packen wir es an! Es kann losgehen. Auf geht's, Townsville! Auf geht's, das Townsville! Der Professor? Entweder ja oder sein böser Klon ist aufgeblüht. Es wird spannend. Meiner empirischen Forschung zufolge ist der Teamgeist ganz wesentlich für den Sieg. Und dafür eignet sich die Welle. Welle! Welle! Achtung, Kongressteilnehmer! Treten Sie näher und bewundern Sie die unfassbarste, die unglaublichste, die absolut unvergleichliche Art und Weise der Datenerfassung und Verarbeitung. Weiß hier vielleicht jemand, was dieses Wort bedeutet? Wenn es nichts mit Fußball zu tun hat, haben wir keine Ahnung. Los, Professoren, denkt nach, was bedeutet Spaß? Vielleicht ist das irgendeine Frucht. Bubbles, wir haben später noch genügend Zeit für Früchte. Oh nein, das ist ja schrecklich. Unser Robo-Schiri dreht durch und unsere Mädchen sind in Gefahr. Jetzt ist das Spiel nicht mal mehr eine Frucht. Versteht ihr das nicht? Die Mädchen wollten nur unsere Unterstützung. Ich mache dieses Spiel unseren Mädchen zuliebe wieder zur Frucht. Wer macht mit? Ja! Beruhigen? 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 Oh je, der dreht ja völlig durch. Beruhigen? Ich stell dich gleich ruhig. Ach, das läuft ja echt gut. Zehn Tassen Kaffee haben noch nie so gut geschmeckt. Fröhliche Weihnachten, Professor! Danke, Mädchen.